Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Und heute packen wir die Pogo-Party an. Ich will sie eigentlich gar nicht spielen. Ich meine, mich zu erinnern, dass dieses Level mehr wie mies war. Aber nun ja, da müssen wir durch. Wir brauchen das hier, wir nehmen das hier, wir nehmen das hier. Dann könnten wir theoretisch das hier nehmen, nur um dann diese hier zu nehmen, weil ich dann diese hier benutzen könnte. Genau. So wäre meine Vermutung. Ich wähle aber lieber die hier. Und dann brauchen wir noch irgendwas, was schießen kann. Wir nehmen das hier. Und dann, ja dann, dann weiß ich nicht, was ich noch nehmen soll. Wir haben noch so viel Platz. Ja, wir könnten Nüsschen nehmen. Wir könnten die großen Nüsschen nehmen, weil über die kommen sie dann, meine ich, nicht mehr drüber. Dann könnten wir die hier noch mitnehmen. Und dann werde ich mich mit Sicherheit, werde ich mir gleich denken, es war eine bescheuerte Idee. Vor allem, weil ich schon wieder nicht bei Dappy Dave eingekauft habe. Yay! Das sind diese Momente, wo ich mir denke, manchmal bin ich dumm und manchmal bin ich einfach nur dümmer. Passiert. Es ist doch echt schier unglaublich manchmal. Pack mal noch eine hin, komm, schaffen wir. Wir haben Zeit. Hoffe ich. Oh Gott. Solange wie das dauert, kommen da sofort Pogo-Typis. Ja, es dauert viel zu lange. Da kommen mit Sicherheit gleich Pogo-Typis und nichts anderes. Okay. Nur die Frage ist, wie viele kommen. So. Ja, wir haben verdammt viel Schonfrist. Da kommt sofort ein Pogo-Typi, wenn nicht sogar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 12, 10.000, irgend sowas. So. Naja, lass mich mal gucken. Packen jetzt den hier hin und den hier hin. Dann wird er nämlich weggeschnappt. Was? Was? Ja, das war jetzt toll. Ja, dann haben wir jetzt gleich mal einen verloren. Okay, die bringen also nichts. Gut zu wissen. Was? Nein, nein, nein. Und du butterst. Ich warne dich, wehe, du butterst nicht. Hallo? Buttern. Dank. Butter bringt auch nichts gegen die Viecher? Sag mal. Wie will ich die denn dann schaffen? Wenn man die nicht einbuttern kann. Das ist jetzt, das ist ein Riesenproblem. Wie kill ich die dann? Warte mal. Okay. Das heißt also, ich muss jetzt meine Taktik ändern. Och, Leute. Ist das jetzt ernst gemeint? Boah, das ist jetzt gerade übel. Och, Mensch. Den hier. Der kostet aber auch 200. Aber es könnte machbar sein. Theoretisch. Dann nehme ich die hier doch mit. Kostet aber 75. 175 nur um einen so ein Magnet-Dingsy? Och Leute, ich werde wahnsinnig. Das ist auch blöd. Ja. Das ist jetzt... Also das sind diese Momente, wo ich mir denke, nein! Ich kann mich nicht erinnern, dass das Level so schwierig war. Ich habe das doch auch schon ein paar Mal geschafft. Okay, Butter entscheidet aus. Es sind aber auch normale Zombies dazwischen. Ja, das sind die Momente, wo man wirklich gut überlegen muss. Nehmen wir die noch mit. Vermutlich wäre das eine Idee. Schauen wir mal. Kommt, wir versuchen es. Mehr wir versuchen können wir es nicht. Das ist das Problem. Ich habe schon wieder nicht bei Dappy Dave. Mei, ich bin so deppert. Ja, ich will aber nicht extra das Level nochmal anfangen, nur wegen Dappy Dave. Okay. Concentration. Wir konzentrieren uns auf dieses Level. Sobald wir haben große Nüsschen, wir nichts mehr haben Probleme. Das ist die Sache. Dann nichts mehr haben Problem. Dann alles ganz gut. Ach, meine Herren, also das sind die Momente, wo ich mir denke, also nee, willst du mich verarschen? Ganz schön schwer das Level. Hat mir keiner gesagt, dass das Spiel so schwer wird. So. Die müssen wir dann auch rauspacken. Okay. Ich packe die jetzt schon mal raus.
Dann gibt es nämlich hier gleich mal extra Sonnen. So. Okay. Ich versuche das jetzt. Und schau mal, ob das funktioniert mit dem. Derzeit können wir nämlich schön weiter Sonnen farmen. Wenn ja, dann optimal. Perfekt. Okay. Hier kommt schon der nächste. Aber... okay, komm, 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 komm. Nein! Ah, verdammt, stimmt ja. Ah, bringt mir jetzt nichts mehr. Schon zu spät. Schon zu spät. Okay, den nächsten können wir normal killen. Den nächsten können wir wieder so killen. Dann einfach weiter Sonnenfarmen. Kommt schon, weiter Sonnenfarmen. Sonnenfarmen, 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 Sonnenfarmen. Okay, wir können den nächsten aufhalten. Indem wir das hier machen. Hat nämlich der schon mal keine Chance mehr. Ha, okay. Na, das ist doch mal ein Anfang. Das ist ein Anfang. Auf dem können wir weiter aufbauen. Wir müssen nur diese Lane hier dann beschützen. So gut es geht. Okay. Wir haben die nächste Doppelsonnenblume frei. Gut. Und vor allem, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Naja, so wirklich viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. So, komm. Mach das. Danke. Och, Gottes Willen, ist das ein Stress mit diesem Level hier. So, und der nächste. Nein, Sonne, Sonne, Sonne. Oh Gott. Ah, gut. Funktioniert. Meine Nerven. Ich kann immer. So. Immer schön weitermachen. Immer schön weiter. Wir brauchen noch jede Menge Sonnen. Wir brauchen jede Menge Sonnen. Pack mal den nächsten mal hier hin. Ist ja wurscht. Sehen wir dann gleich, wo die nächsten Sonnen kommen. Ah, und der ist auch schon fertig. Na also, gut. Okay, da kommt der nächste. Den machen wir nochmal so platt. So, jetzt haben wir... okay, schauen wir mal, wo das nächste Nüsschen kommt. Der nächste Typi kommt. Okay, der kommt hier. Oh, gut, es hat jetzt schön Sonnen geregnet. Gut. So, da brauchen wir jetzt natürlich auch noch was hin zum Abschießen. Okay. Das funktioniert. Yay. Juhu. Klasse. So, jetzt brauchen wir hier noch irgendwo überall ein bisschen was hin. Okay, das nächste Nüsschen ist gleich soweit. Das nächste Nüsschen ist gleich soweit. Yay. Dann machen wir vorher noch das hier. So. Okay, der ist hin. So, jetzt ist die Frage, wo kommt der nächste? Ich pack's jetzt einfach dahin. Risiko. Risiko. Risiko, Risiko, Risiko. Okay, der nächste kommt hier. Das wird nichts mehr. Wird nichts mehr. Aber egal. Komm, dann nochmal einen. Nochmal einen. Komm, 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 komm. Mach den down, 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 Mann. Mach den. Ach, verdammt. Okay, kein Problem. Jetzt kommen sie eh hier gleich nicht mehr durch. Ist jetzt die Frage, explodiert der, wenn der da drüber hüpft? Das weiß ich nämlich leider nicht. Ich will es eigentlich gar nicht riskieren. Eigentlich will ich es wirklich nicht riskieren, dass er nicht explodiert. Aber ich kann es ja auch so machen. Dann könnte ich... ah, das Nüsschen schon. Ha, 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 ha. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. So, Schluss jetzt hier. Okay, jetzt ist aber... na also, jetzt läuft's. Jetzt läuft's, jetzt passiert hier nichts mehr. Jetzt haut alles hin. Jetzt wird hier gar nichts mehr schief gehen. So, und jetzt wird's dann gleich spannend, ob das hier explodiert. Können wir hier gleich mal einen Doppelshooter hinpacken, wenn wir schon momentan gerade einen da haben. So, das Nüsschen hier schaut schon schlecht aus. Das wird nicht mehr lange durchhalten. Also schön dran denken, dass ich da jetzt dann was pflanzen sollte. Oder beziehungsweise aufpassen muss. Und? Okay, es explodiert nicht. Meine Frage wurde beantwortet. Aber ich habe das nächste Nüsschen. Gut. Na also, dann packen wir hier hin, damit wir hier so einen hinpacken können. Das sieht doch gut aus. Na also! Wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt verlieren würden, das Level. Das gewinnen wir jetzt sowas von. So, hier können wir den hier hinpacken. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen schneller werdet. Noch ein bisschen. Gut, dann können wir hier nämlich auch schon den Doppelshooter hinpacken. Hier packen wir jetzt eine 100er. Also so ein Krautsalat-Kopfding ins Kirchen hin. So, okay. Bin ich zufrieden. Ja, jetzt hat's hingehauen alles hier. Meine Güte. Also dieses Spiel, speziell gegen Schluss, wird es echt fast ein bisschen nervenaufreibend.
und die ganze Zeit nur im Klicken. Klick, 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 klick. Wahnsinn. 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 Okay. Können wir jetzt hier noch solche hinpacken? Damit es ein bisschen mehr regnet hier an Dinger. So, und die gehen normalerweise jetzt auch gleich ziemlich schnell down. Normalerweise halten sie nicht mehr lang aus. Okay. Was machen wir jetzt noch großartig? Eventuell eine zweite Reihe von den Nüsschen vorbereiten. Wäre vielleicht noch eine Überlegung wert jetzt, das zu machen. Aber erst will ich hier mal das hier machen. Weil dort, wo ich die Nüsschen dann eine zweite Reihe hinpacke, könnte ich dann wieder so einen Doppelshooter hinhauen. Wäre theoretisch eine gute Lösung. Wäre halt nur jetzt schön, wenn die Töpfe noch ein kleines bisschen schneller gehen würden. Ach Gott, habe ich tatsächlich vorhin in die Dachschräge reingeschossen. Meine Güte, so geht das nicht. So geht das nicht. So. Ups. Wegmachen. Hallo. Danke. So. Na also. Ja, das ist doch eine willkommene Überraschung für die. Was? Will ich gar nicht. So. Hier hinpacken, weil das sieht auch schon sehr lediert aus. Machen wir das weg. Machen das hin. Gut. So, und jetzt bekommen wir gerade fast ein bisschen zu viele Sonnen. Ja, ist ja gut, wenn wir viele Sonnen haben. Dann brauchen wir uns wenigstens keine Gedanken machen. Ach, ich pack das hier hin. Das eh noch ewig dauert, bis das nächste Nüsschen fertig ist. Können Sie es wenigstens... Was? Nein, 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 nein. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich blöd von dir. Danke. So. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Ach, das ist schon die letzte Welle. Ach, da muss ich jetzt eh nichts mehr machen. Dann brauche ich eh nichts mehr pflanzen. Na also, geht doch. Fertig. Und jetzt? Ja, jetzt? Jetzt gibt es noch ein weiteres Mini-Level. Eines, und zwar Dr. Zombas Revenge. Und ich glaube, das ist das Boss-Level nur noch ein bisschen schwerer. Es würde mich wundern, wenn es gleich schwer ist. Okay. Aber das Boss-Level mag ich unheimlich gerne. Von daher mache ich mir wegen dem Level jetzt, um ehrlich zu sein, absolut keine Sorgen. Aber absolut keine Sorgen. Weil das Level ist wirklich nicht so schlimm. So. Gut, die beiden haben wir schon mal. Das ist gut. Da sollte ich immer schauen, dass ich mindestens eines habe davon. Immer mindestens eins. Okay. Jetzt haben wir schon zwei von den Feueranteilen. Das heißt, wir können die notfalls einplanen für was anderes. Gut. Macht der den anderen auch Schaden? Nee, der trifft den leider nicht. Okay, hier brauchen wir ein bisschen mehr. So, machen wir so. Es sollte doch funktionieren. Okay, wir haben sogar schon drei von denen. Gut, vier. Mhm. Das heißt, die können wir dann jetzt schon als Waffe einplanen. Machen wir den hier hin. So, und jetzt bin ich gespannt, was macht er? Feuer oder Eis? Feuer oder Eis? Feuer oder Eis? Feuer oder Eis? Ich verklebe mal hier einen Topf hin. Okay, Eis. Und auf dieser Lane, da können wir es ohne Probleme nutzen. Na also. So, ich packe das mal hier hin, weil das ist eigentlich die am schlecht geschütztesten Lane, wo ich noch habe. Okay, 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 okay. So, jetzt könnte ich vielleicht mal ein bisschen die Töpfe auspacken, weil wird mir gerade ein bisschen zu... Ach, komm, spekuliere ich mal. Okay, da buttert den ein, das ist gut, dann können wir den lassen. Aber ich bin gerade am Spekulieren, ob es Sinn macht, die wegzubomben. Aber es könnte auch ohne hinhauen. Aber ich glaube, ich friere lieber mal ein. Ah, hätte ich warten sollen, ne? Wäre von Sinn gewesen. So, was macht er jetzt? Was macht er? Feuer oder Eis? Ha, Feuer. Okay. Gut. Feuer! Frei! Haha. Sehr schön. Gut. Was kommt jetzt für eine Pflanze? Allmählich wird es knapp mit dem hier. Ach, der hat gerade seinen Hut verloren. Dann hätte ich das jetzt gar nicht mehr machen müssen. Nicht schlimm. Passiert. So. Ja, ich tue mich auch. So, weil wenn, dann zerreißt er wenigstens da. Dich zerreißt nicht. Danke. Gibt's ja nicht hier. So, den müssen wir gleich ausschalten. Bevor er mal gefährlich wird. So, hier mal ein bisschen Ruhe. Gut. Was machst du? Mal hier auf den Lane die setzen. Ich schnell reagieren kann.
Feuer, das heißt Eis. Gut. Oh, Melonen. Gut, dann haben wir die Lanes hier schon mal sehr, sehr gut geschützt. Mehr oder minder. Wenn er da mit seiner Trampelattacke kommt, dann bringt mir das nicht viel. Weil manchmal macht er doch den Bus oder was er da hat und haut den da einfach drauf. Ist dann immer ärgerlich, aber naja. Ich hätte jetzt gerne noch ein Cornerpult, damit ich immer eine Symmetrie beibehalten kann. Wenn es lieb wäre. Also wenn es passen würde, wenn ihr nichts dagegen habt. Würde mich freuen. Ja? Nein? Ach komm, der hier. Aber der geht mit den Melonen ziemlich schnell down. Das ist das Gute. Ach Gott, der steht ja hier gerade an. Oh Gott, Leute, nein. Einfrieren. Mit der uns jetzt erstmal keinen Stress macht. Ich pack mal lieber hier eins hin, weil bei meinem Glück kommt da nämlich jetzt eine Eiskugel. Okay, nein, es kommt Feuer. Gut. Ich pack das jetzt dahin, ist ja wurscht, weil bis ich hier einen weiteren Maiskolben bekomme. Was? Ist der schon wieder auf? Hör doch mal auf mit dem Scheiß. So. Ruhe hier. Meine Güte. Blödes Ding. So. Wenn das jetzt nicht hinhaut, dann glaube ich es aber. So, einmal aufhalten. Danke. Gut. So. Vielleicht sollte ich jetzt mal hier diesen hier machen. Weil der knabbert mir schon an den Pflanzen und da bin ich minimal allergisch dagegen. So, der Springer, aber der wird mir nicht gefährlich. Der ist viel zu schwach, als dass der mir gefährlich werden könnte. So. Okay. Oh oh. Jetzt dachte ich schon, der kommt jetzt schon damit. Was machst du? Haha. Gut, was machst du? Eis oder Feuer? Kommt Eis, es kommt Eis, es kommt Feuer. Machst du eh nur Eis heute? Ich meine, nur Feuer, also das ist jetzt nicht das Problem, wenn du meinst. Dann aber, dauert ziemlich lange der Kampf heute. Mit einer Überlänge-Folge mal wieder. So, aber ich glaube, jetzt kommt die Trampelattacke gleich. Mit viel Pech. Aber er hat schon ein Loch im Schuh. Och nö! Einfrieren! Ja! Nein! Seit wann geht das nicht? Ist doch sonst auch immer gegangen. Ist doch sonst auch immer gegangen, hätte ich gedacht. Lag ich das so falsch, dass es vorher nicht ging? Na gut, dann halt nicht, aber ich dachte, das ging mal. Ach, jetzt hör mal auf, die alle zusammen zu trampeln, du Idiot. Ist doch nicht lustig. So, was machst du? Feuer oder Eis? Feuer oder Eis? Es muss doch mal Eis kommen. Och, das war so klar. Nein! Nein, schneller! Julchen, schneller! Nicht so langsam brauchen dafür, sonst hast du ein Problem. So, okay. Das sieht gut aus. Das sieht gut. Sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr. Nein! Ja, so viel zum Thema, das sieht gut. Ach komm, ausgerechnet auf diese Lane? Willst du mich verarschen? Ausgerechnet auf der Lane, wo der Gargantula unterwegs ist? Ja, natürlich! Mhm! Weil du mich so lieb hast, ne? Weil du mich so lieb hast. So. Schluss. Kann's ja wohl nicht sein. Geht ja mal nicht ab hier. Das funktioniert so nicht, Jungs. Das funktioniert so nicht. Nicht mit mir. Gehe ich gleich zur Gewerkschaft mit euch hier. Beschwer ich mich. Der Zombie-Gewerkschaft. Mhm. Genau so ist es und nicht anders. So, und du gehst down. Schneller. Schneller. Ach, hört doch mal auf meine... Ah ja, gut. Da vorne kann er mal zertrampeln. Soll mal recht sein. Ja, nee, ist klar. Nehmen wir diese Pflanzen weg. Mhm. Wenn's du meinst. Wenn du damit glücklich wirst, dann mach's. Feuer oder Eis, Feuer oder Eis, Feuer oder Eis, Feuer oder Eis. Ich weiß es nicht. Und? Okay. Feuer! Frei! Haha. Frieren wir den mal ein. Nein! Ich wollte ihn eigentlich noch einfrieren. Dann hätten wir ihn ein bisschen länger schaden können. Aber über die Hälfte haben wir schon. Jetzt hör doch mal auf hier. Hör doch mal auf. Komm, das waren so viele schöne Pflanzen. Weißt du? So viele schöne Pflanzen, die dir alle nichts getan haben. Alle. Haben dir alle nichts getan. Kein einziger davon hat dir was getan. Ja, super. So, einfrieren. Och nö, da hinten kommt jetzt auch noch so einer. Och nö. Och nö, du. Finde ich nicht sozial von dir. Naja. Einfrieren.
So. Oh, jetzt kommt so einer wieder. Okay, ist wieder. Komm. Okay. Ja, hat leider nicht gereicht, um den einzufrieren, aber nicht so schlimm. Deswegen geht er auch gleich down. Okay, 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 okay. So, einfrieren. Weil dann frieren wir nämlich zum Boss auch ein. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, dem nochmal richtig schön derbe Schaden zu geben. Und zumindest ein bisschen. So, Feuer oder Eis? Feuer. Eis, Entschuldigung. Ach, verdammt. So. Nicht das Melona-Pult. Das lässt du mir schön brav bleiben. Das Melona-Pult lässt du mir über. Die ersten vier Reihen würde ich zumindest behalten. Und so, und jetzt dachte ich schon, jetzt schmeißt du da wahrscheinlich dann drauf, weil ich da gerade neu gepflanzt habe. Aber ich hatte Glück. Eine Melone, bitte. Danke. Nochmal eine Melone, bitte. Aber das hier. Hey, danke. Und jetzt hätte ich gern ein Cornerpult. Ah, Mist. Ich dachte, das würde nochmal funktionieren. War ja zu schön, um wahr zu sein, dass es nochmal funktionieren würde. So. So. Okay. Okay. Einfrieren. So. Melone. Okay. Wir brauchen bald einen Topf. Ach, hör doch mal auf hier. Naja, Hauptsache, du hast noch einen vor deinem Tod gekillt, ne? Hauptsache, einen nochmal schnell eben so. Weil es gerade Spaß macht. Ich sag ja, die hat mich unheimlich lieb, die Zombies. Wir haben halt einfach wirklich so einen Freundschaftspakt auf ewig abgeschlossen. Einfrieren. Danke. So, jetzt bekommst du nämlich hier nochmal die volle Breitseite. Können wir den auch so schaden? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben wir ihn dadurch aufgetaucht. So. Nochmal einfrieren. Oh. Und jetzt packe ich mal hier. Einfrieren. Ha. Ha, das sieht genial aus. So. Ich behalte die mal lieber, weil nicht, dass er mir da jetzt wieder was kaputt macht. Schaut euch das an. Der hat fast kein Leben. Los hat er, hat fast kein Leben mehr. So, und was machst du jetzt? Ah, die können wir doch einfrieren. Ich dachte zwar doch, dass man die einfrieren kann. Komm, arbeite ein bisschen schneller. Ihr müsst es schaffen. Hört doch mal auf. Oh. Aber immerhin, einer ist down gegangen. Das ist ja schon mal etwas. So. So. Der hält nicht lang durch, sage ich doch. Es ist nur mein einziger, den ich habe. Wenn ich zwei hätte, würde ich es machen. Bitte, bitte Feuer. Danke. Der hört aufs Wort. Ist der Wahnsinn. Der hört aufs Wort. Oh! Dachte ich schon, immer down gegangen. So, gleich nochmal. Gleich nochmal. Sehr schön. Und vielleicht gleich nochmal? Ha! Yay! Das war jetzt super. Optimal. Ja, jetzt haben wir die Mini-Levels auch durch. Aber wir sind noch nicht fertig. Keine Sorge. Noch sind wir nicht fertig. Okay. Supi. Haben wir das geschafft? Was? Achievements? Beyond the Grave. Beat all 20 Minigames. Ja, ja, haben wir auch geschafft. Keep on collecting most. Ja, haben wir doch schon alle. So, alle 20. Okidoki. Können wir noch in Puzzles reinschauen? Da haben wir noch ein bisschen was. Die werden wir in der nächsten Folge angreifen. Jetzt mache ich aber. Ach, die brauche ich jetzt eh nicht mehr kaufen, oder? Nee, brauche ich nicht mehr. Oder? Was sind das für welche? Genau, die brauchen wir noch. Oh, die Blumen wollen gegossen werden. Ui, gießen wir natürlich gleich. Ja, komm, wenn die gegossen werden wollen, dann gießen wir die natürlich sofort. 9240, wir haben richtig schön Geld gemacht in den letzten beiden Folgen. Nicht schlecht. Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, muss ich sagen. So, also, haben wir das hier auch? Nun, ein bisschen schneller, weil die beiden können noch gedüngt. Na komm. Hier. Die hier, und jetzt müsste das nächste Düngen sein. Die hier nicht, die will nur irgendwas anderes dann haben. Okay. Schneller! Schneller! Wieso willst du nochmal Wasser? Versoffenes Ding, du! Wahnsinn! Geht gar nicht! Die machen mich arm. Die machen mich echt waterarm. Voll poor water. So. Nochmal? Sag mal, geht's noch? Ja, schau her, der da oben ist wenigstens brav. 10.000! Yay! Kann man bald was kaufen. So, und hier? Brav. Und nun? Schneller? Schneller? Okay. Haben wir das hier noch?
Und der unten will jetzt auch noch Dünger. Na also, geht doch. Sehr schön. Gut, das ist jetzt aber auch das Zeichen für mich, mich für heute zu verabschieden. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.